Oh mein Gott, wir starten jetzt. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Lost Ark. Genau, ich wollte. Es ist schon ein Weilchen her, man ich merkt kurz es. Überlegen. Ich auch. Wie ihr an unseren Namen sehen könnt, wir sind Neulinge. Wir hatten eine kleine Pause von gerade mal 5 Monaten. Plus minus? Nee, da kann nicht viel plus minus sein. Wir hatten ja nie so viel im Vorlauf. Ja. Okay, wie spiel den Typen quatschen? Die Überfalltruppe wird von Scherichtyps persönlich versorgt. Sie haben nicht nur einen stetigeren Nachschub an Vorräten als wir, sondern auch hochwertigere Waffen. Aber das ist kein Grund zum Verzweifeln. Wir können ihnen einfach ihre Sachen stehlen. Ja. Das ist eine Wache? Die anderen haben geiles Zeug, klauen wir das. Finde ich gut. Mal kurz darüber gucken zum Zwergen. Was macht der? Nee, mal kurz die Beziehungsdinger durchgehen. Ja, bei mir ist er noch keine Beziehungsding. Ja, für dich ist er halt einfach noch nicht bereit, Enel. Ich weiß gar nicht mehr, was gerade passiert. Na, ja, nochmal kurz applaudieren. Und dann passt das. Gott, wie applaudiert die Zauberin denn? Okay. Auf zur nächsten Quest. Gut, hier unten gibt's eine Quest. Es kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Sind die Gerüchte wahr? Warum ist der Teleporter inaktiv? Ah, nee. Okay, ich dachte schon. Abenteurerin, stimmt es, dass du die Überfalltruppe überfallen wirst? Du musst wissen, ich weiß zwei Dinge über Strategie. Die Überfalltruppe ist eine Expeditionseinheit. Das bedeutet, sie müssen immer Vorräte und Rationen bei sich führen. Wenn du dich in ihrem Lager umsiehst, wirst du Wasserbehälter finden, in denen sie ihr Trinkwasser lagern. Wie wäre es, wenn du sie alle zerstörst, damit ihnen das Wasser ausgeht? Ah. Wir sind die Guten, oder? Ja. Erstens das, zweitens, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh doch, der Teleporter war bei mir inaktiv. Okay. Bei dir auch? Nein. Okay. Oder vielleicht habe ich ihn auch einfach noch nicht aktiviert. Im Dorf ist alles in Ordnung. Ja. Pferd. Pferd. Ich muss wieder an die Steuerung kommen. Hab ich. Mal schauen, was hier so ist. Ja. Und diese langen Kämpfe in dem Spiel, weißt du noch? Ja. Dass mir nochmal die ganzen Ätherarten erklärt werden. So, den Anführer noch töten und Waffen beschaffen. Stimmt, hier war es so, dass die Kämpfe so kurz waren und die Aufgaben so nicht trivial, aber klein. Mhm. Oh! Hier ist ein Samen übrigens. Ah, verdammt. Warte mal. Der Anführer ist oben links. Hier muss ich noch irgendetwas machen. Ja, Waffen sammeln. Wo bist du? Warum sehe ich dich auf der Karte nicht? Ich bin nur noch oben links gegangen. Ach, da unten ist noch ein Miniboss, den können wir ja noch mitnehmen. Ah, du bist die Einzige. Ich suche nach so einem Punkt oder so auf der Karte und dachte, die für die Nummer 1, natürlich. Die 1 wäre. Ja,
So ein Pfeilmarker. Ach, der rennt zurück. Tote den Ungläubigen. Waffen schon gesammelt? Nein. Mein Bus sind auch noch welche zur Not. Ich glaube, er ist tot, oder? Ich glaube auch. Hier links ist noch ein Samen. Okay. Ja, wir können uns ja zurückporten. Zurückporten? Haben wir alles gemacht? Ja, die drei Quests. Okay, dann porten wir zurück. Ja, 15! Oha. 15? Ja, also 15 Tacken verlangen die. Großartige Arbeit. Jetzt sind sie vielleicht ein wenig zu durstig, um zu kämpfen, obwohl wir uns ihnen in unserem aktuellen Zustand noch nicht direkt entgegenstellen können, sollte das die Lage doch ein wenig ändern. Jedes Mal, wenn sie ihre Feldflaschen auffüllen, können wir sie überfallen. Ich finde, ich bin ein brillanter Stratege, oder? Ich sollte mich später auf die Stelle eines Offiziers bewerben. Ja, genau. Ja. Genau, José. Oh wow, du hast wirklich eine gute Auswahl mitgebracht. Jetzt sollten sich uns in meiner Güte zur Wehr setzen können. Dieser Narr von einem Regenten. Dieses Mal haben wir ihm wirklich eins ausgewischt. Wow, die und ihre brillanten Strategien. Ich bin überwältigt. Gute Arbeit. Jetzt werden die Dorfbewohner nicht länger in Gefahr leben müssen. Wie immer habe ich nichts als Dankbarkeit für Pater Amel und dich übrig. Für alles, was ihr getan habt. Pater Amel kennst du noch, ja? Ja. Ja. Okay. Allerdings, ach schon gut, wir müssen uns um größere Probleme sorgen. Wir konnten die meisten der Feinde besiegen, die Lake Bar überfallen haben. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte das viel länger gedauert. Allerdings ist das Blut vieler Dorfbewohner vergossen worden. Nicht worden? Okay. Ich würde die Dorfbewohner von Lake Bar gern entschädigen. Könntest du Oberhaupt Thordan fragen, wie viel Schaden das Dorf erlitten hat? Könnten wir machen. Er ist gleich hier. Grüße. Ich bin Thordan, das Dorfoberhaupt. Der Schaden am Dorf? 10 Verwundete, 2 Tote. Eines der Opfer war gerade mal 8 Jahre alt. Wenn der Prinz nicht schnell reagiert hätte, wären noch viel mehr gestorben. Wir sind ihm für seine Hilfe zutiefst dankbar. Und will er uns entschädigen? Könntest du ihm sagen, dass er sich um so etwas nicht sorgen muss? Wie wär's, wenn du selbst zu ihm hingehst? Alter, erstens das und zweitens 10 Verletzte, 2 Tote bei diesem Großangriff? Das ist nichts. Jahre. Er ist nur ein Kind. 8 Jahre? Achso, ja. Ist dem so. Sogar ein junges Kind. Und das alles meinetwegen. Ich könnte nicht mal meine eigenen Leute beschützen. Ich habe versagt. Versager. Wenn es so weitergeht, vielleicht ist das der Grund, warum der Bezwinger nicht leuchtet. Entschuldigung, ich wäre gerade lieber allein. Oh, Gott. Arme. Überdramatisch. Prinz Tyrain macht auf mich einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck. Es scheint, dass er noch nicht ganz an sich selbst glaubt. Ich denke aber, dass Prinz Fivain perfekt dafür geeignet ist, König zu werden. Könnten wir vielleicht herausfinden, warum er sich selbst nicht so viel zutraut? Und wie wirst du das machen? In kurz fragen oder wie?
Dorfbewohner fragen. Prinz Thyrain schätzt sein Volk wirklich. Wie? Es kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Wir brauchen eine Krone. Papa sagte, ein König muss eine Krone tragen. Hä? Er hat keine Krone, deswegen. Aha. Er gibt bestimmt sich selbst die Schuld für all die Grausamkeiten, die Regent Scherich dem Königreich angerichtet hat. Ich verstehe. Ich habe gehört, wie das Chaos über Luthera hereinbrach. Das ist wegen der Tyrannei des Regenten Scherich, oder? Prinz Vivain muss glauben, dass die Leute wegen ihm leiden. Allerdings scheint das Volk nicht so zu denken. Wie könnten wir diese Nachricht weitergeben? Enil, kennst du die Sage der Eisenkrone? Aber ich habe sie selbst gelesen. Ich hörte es eine berühmte Geschichte in Luthera von 7 Königreichen, die um einen eisernen Thron kämpfen. Was wolltest du sagen? Wie können wir ihm das nur sagen? Sag es ihm einfach. Es gab einst einen Prinzen, der von allen geliebt wurde. Was eine Orgie. Das Volk sammelte sein Alteisen, um eine Krone für diesen Prinzen zu fertigen. Der Prinz nahm die Krone wohlwollend an und nutzte sie während seiner Krönungszeremonie. Können wir Prinz Vivain wie in der Geschichte zeigen, was das Volk wirklich denkt? Könntest du Oberhaupt Thordan fragen, was er wirklich denkt? Um Gottes Willen. Krone! Sprichst du von der Stahlkrone? Eigentlich hieß es Eisenkrone, aber nah dran. Ja. Das ist interessant. In der Tat hatten wir auch vor, uns bei Prinz Vivain für seine Hilfe zu revanchieren. Ich garantiere, dass nicht ein einziger Dorfbewohner diese Idee ablehnen würde. Wir haben gesehen, welche Sorgen sich der Prinz unseretwegen gemacht hat. Dennoch, ich mache mir Gedanken über das Eisen für die Krone. Wenn man bedenkt, wie knapp die Vorräte gerade sind, es wäre schwierig, die nötigen Materialien zu besorgen, aber wir würden dem Prinzen gern die bestmögliche Krone verschaffen. Könntest du vielleicht zum Lingis-Monument im Süden reisen? Die Krämer haben sich dort versammelt. Wir sollten sie um Unterstützung bitten. In der Zwischenzeit treffe ich die Vorbereitung für die Herstellung der Krone. Moment. Sollst du erst einmal rufen? Sie wollen eine Krone bauen. Ja. Im Dorf ist alles in Ordnung. Und sie haben Sorgen, dass die Eisenvorräte knapp werden wegen der Krone. Ja. Heißt die Krone so dieser Thron aus Games of Thrones? Der eiserne Thron? Nur, dass man hier anstatt eiserner Thron eiserne Krone nennt? Ich bin Phobos, der Krämer. Ich bin kein Kind. Ich bin ein stolzer Krämer. Ich hab ihn noch nicht geschaut. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Von Game of Thrones. Aber der eiserne Thron, kennst du diesen Thron aus 1000 Schwerter? Also eine Krone ist etwas Kleines, Zierliches, das man sich auf den Kopf stellt. Also da brauchst du doch nicht tonnenweise Eisen. Oder sehe ich das falsch? Da kannst du ja beliebig in die Höhe strecken. So eine zylinderartige Krone. Hallo. Was, eine Krone für Prinz Vivain? Du fragst uns, ob wir uns beteiligen können? Musst du wirklich fragen, ob wir das tun können? Natürlich können wir das. Ich bin ein Händler Lutheras, dem Königreich des Mutes. Du solltest uns niemals unterschätzen. Das ist all mein Geld. Okay, auf Nimmerwiedersehen. Ich hoffe, die Leute in Lake werden wieder Mut schöpfen. Warum fragst du nicht auch die anderen Krämer? Ich bin sicher, dass sie helfen werden. Moment. Du, warum hast du nicht gelispelt? Entschuldigung. Eine Krone? Interessante Geschichte. Ich gebe dir gern eine, wenn sie für Prinz Thyrain ist. Es ist eine Investition. Prinz Thyrain ist definitiv eine große Investition wert. Anders als Scherich sorgt er sich wirklich um sein Volk. Nimm das hier auch.
Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja. Hast du jemals von Lyngis, dem legendären Krämer, gehört? Ich bewundere ihn wirklich sehr. Vor langer Zeit, als sich Lutera im Krieg befand, belieferte er die Armee, um Lutera zu retten. Und das alles ohne auch nur eine Münze dafür zu verlangen. Er ist ein Held. Alle Krämer Lutheras bewundern Lyngis. Okay, ich aufhören zu listen. Ja, du kannst es aufhören. Deshalb sammeln wir uns hier an seinem Gedenktag und feiern sein Schaffen. Wenn dich das interessiert, könntest du dir die Gedenkpalette ansehen. Es ist irgendwas gerade los mit meiner Zunge. Guck mal, was ist denn hier rechts? Ja. Jene, die nur in das investieren, was sie sehen, sind Narren. Und jene, die nur des Profits wegen investieren, werden vergehen. Ein Volk ist immer mehr wert, als es scheint. Wie war es? Vielleicht kam es dir ein bisschen seltsam vor, weil du kein Krämer bist. Aber ich will eines Tages ein bewundernswerter Ehrenmann werden, so wie er. Vielleicht wirst du eines Tages ein majestätisches Monument von Phobos neben diesem hier sehen. Okay, und du kannst aufhören. Außer du wirst es... Weiterhin. Bitte was? Gut, wie reist man zurück? Tauf mit M. Auf den Teleporter klicken. Und die Gebühren entrichten. Diese überteuerten Gebühren. Warst du bei den Krämern? Wie erwartet sind Lutheras Händler sehr eigen. Ich habe Ur, dem Uma-Schmied, aufgetragen, eine Krone zu schmieden. Er ist Schmied. Nimm dies. Das Volk der Uma ist berühmt für ihre Meisterhandwerker. Ur wird sich ein Meisterwerk herstellen, so. Ur von den Uma. Ja, der Zwerg. Wer bist du? Was ist das? Eine Krone für den Prinzen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Ur, der beste Umar-Schmied der Welt. Das steht außer Frage. Na dann los, zeig mir, womit ich arbeiten soll. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Es sei denn, der Prinz hat einen Minischädel. Ich brauche mehr Material. Aha. Zum Glück sollte es in Lake Bar alles geben, was du brauchst. Nimm dies. Nimm dies, Backpfeife. Aha, Quest. Das ist ein geheimes Rezept, das von dem Mumma weitergegeben wurde. Wenn du eine großartige Krone kriegen willst, sammle diese Zutaten hier und bringe sie mir hin. B? Was ist B? Danke, Spieler, aber ich hatte vorher auch schon Zugriff auf die Handwerksfertigkeiten. Ah, das sind Handwerksfertigkeiten. So, mal sehen, was brauchen wir denn? Handwerksfertigkeiten. Pures Gold des Feldes. Nicht alles, was glitzert, ist Gold. Nicht jeder, der einen Hammer schwingt, ist ein Meisterhandwerker. Nicht alle, die vom königlichen Blut sind, können auf dem Thron sitzen. Etwas Edles bekommt man nur durch ständiges Schleifen und Polieren. Angesichts dessen werde ich das Geheimnis mit dir teilen, wie man edles Eisen aus Alteisen fertigt. Zuerst nutzen wir die Zähne wilder Tiere als Brennstoff für den Schmelzofen, denn Zähne brennen besonders gut. Die Zähne als Brennstoff zu nutzen, stärkt die Flammen. Je höher die Temperatur des Blasebalgs, desto einfacher lässt sich das Eisen oxidieren. Die Zähne des Seewildschweins sind besonders gut, weil sie hart und wasserfest sind.
Als nächstes gibt es eine Methode aus der Zinngewinnung, die Grankristalle nutzt. Wenn die Hitze hinzugegeben wird, während das Eisen und die Grankristalle vermischt werden, verdunsten die Unreinheiten mit den Grankristallen, zurück bleibt reines Eisen. Einen Grankristall kannst du manchmal erhalten, wenn du einen Gran in der Nähe von Lake Bar tötest. Du findest sie eher in Rotins Krans als die wilden Krans. In roten Krans als die wilden Krans. Sobald genug Zähne und Krankristalle gesammelt wurden, sollte es recht einfach sein, pures Eisen zu extrahieren. Nun, einfach für jemanden, der weiß, was er tut. Das sollte also lieber ein Meisterhandwerker oder ein seiner Lehrlinge überlassen werden. Okay. Ratgeber Quest, hier. Und was müssen wir jetzt machen? Ja, die Quest halt. Ratgeber hast du, ist nur dein Account, denk dran, die habe ich ja schon alle. Ja. Ja. Irgendwelche Zähne im und Krankheit. Im Dorf ist alles in Ordnung. Ja, im Dorf ist alles in Ordnung. Meinst du wirklich? Hat er doch gesagt. Ja. Und jetzt noch Krankristalle. Wildschwein. Ups, war noch auf dem Pferd. So, 4 Wölfe noch bei dir auch, ne? Und wie geht das? So. Na? Ich hab so lange die Schnellquest erledigt. Ah, ich muss das Zeug anlegen. Okay, okay. Jetzt kann ich. Dann müssen wir noch. Mach du. Ja, ich schon um die Gegner. Wie viel Erz brauchst du für die Ratgeberquest? Ratgeberquest, Moment. Wird auch rechts angezeigt, glaube ich. Hier steht, ich brauche Krankkristalle. Ja, das ist die Hauptquest. Du kriegst aber nicht aus den Dingern raus. Moment, Ratgeber. Wie öffne ich den scheiß Ratgeber zum. Ja, wir machen eh die Hauptquest weiter, schon gut. Handwerkerfertigkeit, Sammlerstücke und Weltenbaumblätter. Sprich mit der Meisterin der Handwerksfertigkeit, Avela. Ja, machen wir einfach weiter. Der hat überlebt, das Schwein. Ach, weißt du, falls du. Naja. So, sind das die Viecher? Ich glaub schon. Das ist also ein Kran. Und fertig? Ja. Gut. Hallo? Ich bin Mirene. Ich habe von Meister Ur gehört. Du fertigst eine Krone an, oder? Zähne und Krankristalle. Die sollten ausreichen, um das Eisen zu veredeln. Hier ein Stück strahlendes Eisen. Ich hoffe, du erreichst die Person, der die Eisenkrone gebührt. Teleporter aktivieren und wohin müssen wir? Naja.
wieder zurück, oder? Ja. So. Schon zurück? Na gut, dann schauen wir mal, ob du es vermasselt hast. Gar nicht schlecht. Okay, eine schicke Krone, komm sofort. Ich bin mal gespannt, wie schick die Krone ist. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ein bisschen was her. Und das ist ein Riesenstück Eisen für eine Krone. Ist gut geworden. Und was ich für gut befinde, ist für alle anderen ein Meisterwerk. Nimm sie. Naja. Naja. Wenn du Rohstoffe sammelst und sie einem Handwerksmeister wie mir bringst, kann er daraus was Nützliches herstellen. Es gibt jede Menge Handwerksmeister, zum Beispiel Schmiede, Köche, Alchemisten und so weiter. Du solltest sie auf jeden Fall besuchen. Jetzt nimm dir deine Krone und geh. Ich hab zu tun. Okay, wir sind deine Stufe aufgestiegen und deine neue Ratgeber-Quest. Ja, eine neue zum Annehmen. Und Stufen. Das sehe ich mir später an. So, dann reden wir kurz mit dem Bonzen. Krönung, das kam jetzt aus dem Nichts. Wie meinst du das? Was? Ich verstehe. Daran haben sie also alle gearbeitet. Kein Wunder, dass sie alle in letzter Zeit so beschäftigt waren, die letzten 10 Minuten. Ich verdiene es euch die Güte nicht. Und so viel. Ich bin wahrlich dankbar. Nun gut, bitte fahre mit der Krönungszeremonie fort. Traditionell wird die Krönung in Lutheran an einem Ort namens Schimmergrab abgehalten. Zum Glück befindet sich dieser in der Nähe. Du sagtest, die Krönungszeremonie war Amels Idee? Die Krönung verlangte einen Priester. Bitte sag Amel, dass ich möchte, dass er die Zeremonie leitet. Amel? Ja. Der König 5 Meter weiter möchte, dass du die Zeremonie leitest. Aha. Du hast die Krone fertiggestellt. Oberhaupt Hordern hat es mir erzählt. Ein Glück, dass Krämer so großzügige Beiträge geleistet haben. Großartige Arbeit. Was hat der Prinz gesagt? Wie bitte? Er will, dass ich die Zeremonie leite? Ich habe nicht das Recht dazu. Ich bin nicht würdig, solch eine edle Aufgabe zu erfüllen. Ich werde der Krönungszeremonie beiwohnen, aber ich denke, der Priester von Lake Bar sollte sie durchführen. Ja, jeder hatte. Ja, egal. Arme. Hat abgelehnt? Das ist schade. Aber ich glaube, es besteht noch eine Chance. Er meinte, dass er teilnehmen wird, also gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Ich hätte wirklich gern, dass Amel sie durchführt. Du doch auch, oder? Auf zum Schimmergrab. Nicht Schimmergrab, sondern Schimmergrat. Noch. Was wollte ich sagen? Nicht lügen. Ach ja, wenn die jeder beiden sich so weiter anstellen, dann wird zum Schimmergrab. Ja. Immer wieder dieses, oh, ich bin nicht würdig. Oh, wir treffen uns beim Schimmergrab. Ja, gleich. Handwerksfertigkeiten, Moment. Wo ist dieses Grat? Da. Wir sind schon bei 29 Minuten und 20 Sekunden. Jo, wir können ja unterwegs einmal cutten und dann geht's gleich einfach mit dem Storygebiet des Schimmergrats weiter. Ja. Das ist ja sowieso eine Einzelspieler-Instanz. Okay. Und wir sehen uns dann gleich wieder, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Part, der vielleicht nicht 5 Monate auf sich warten lässt. Nein, nur 2. Oh, das ist ein Boss.
Ja, wohl. Bleib, ich hab ihn. Und hier ist noch einer. Ach ja, ich kann sogar Blitze. Ich hab da eine neue Rune in meine Blitzfertigkeit eingesetzt. Vielleicht hat man's gesehen. So. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.